Willkommen zurück zu einer neuen Folge von dieser Drakensang. Noch hier in den Heilen des Vergessens hier noch ein Skorpion. Ja, ich denke, wir müssen ja eh mehr oder weniger durch. Na dann, ihr habt noch ein paar Buffs. Kannst ein Falkenauge mal wieder verbessern. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Ja, zumindest gibt es halt eine Kiste. Da kommen doch noch mehr Skorpione. Ja. Das war ja zu erwarten. Angriff! So, ihr dürft da mal ein bisschen drauf prügeln. Du kannst ja eigentlich den da hinten mal nehmen. Ja? Und du hilfst ein wenig, bitte. War ihr! So, das ist doch schon mal schön gesessen. Ja. Ja. Was? Wie kommst du zurecht? Mehr oder weniger. Nein, der Chin. Hält er so wenig aus? Natürlich musst du jetzt noch einen Pfeil verschwenden. Aber immerhin niemand verletzt. Großartig. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Der ganze Aufwand hier. Nicht wirklich. Aber gut, waren jetzt ja auch nicht so viele Skorpione. Dann bitte wieder alle zusammen. Speichern wir kurz. Schauen wir mal, du gehst mal wieder nach vorne. Ah ja. Sieh mal einen an. Oh, ein Steinwächter. Dies ist das Siegel des Wassers. Uns ist es Symbol für Unergründlichkeit. Benutze einen der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Wächter bezwingen. Ja, das sollten wir aber auch noch hinkriegen. So, jetzt wird erstmal wieder gebufft. Attributo Artis. So, alles an Buffs, was wir da haben, drauf. Attributo Artis. Falkenauge. Armer Trutz. So, und dann noch die hilfreiche Tatze. So, ihr habt alles soweit. Dann würde ich gerne, dass du da mal rausgehst, wenn ich die richtige Taste erwische. So, Kollege. Feuer frei. Ja? Ihr haut mal mit allem drauf, was ihr habt. Ja? Ja. Und du rennst einfach mal vor und gibst den Siegel. Okay, wir können dir tatsächlich noch keinen Schaden machen. Okay, du machst Schaden. Seine Magie vermag aber die stärksten Rüstungen zu schaffen. So, ah ja, genau, du kriegst jetzt Probleme, das ist schön. Wir leider jetzt schon einen Angriff ins Leere laufen lassen hier. Angriff! Ei! Weiche! Was?
Naja, dann halte ich mal auch bereit, dass du demnächst nochmal heilen kannst. Fröhlichst draufprügeln jetzt mal. Aha. Okay, der hat wenigstens mal was gebracht. Na? Ja! 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 Komm schon! Jawohl. Sehr schön. Dann prügeln wir den langsam mal runter. Nochmal bitte. Was? Angriff! So. Scheinbar irgendwie eine zweite Runde, die hier angeht. Ja. Jetzt finde ich es interessant, um auf den drauf zu hauen. Ah, nee, hier meine Tatze hat es zerlegt. Das war's. Okay. Wano war auch gleich. Was? Das Ausweichen funktioniert interessanterweise. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm, komm! Ei. So. Du ging's mal zu Ende. Obwohl, der ist so gut wie weg. Okay. Falkenauge. Plündern ist, glaube ich, nicht. Aber ihr wahrscheinlich zieht sich jetzt um, in Anführungsstrichen. Mal gucken, was das jetzt wird, wenn wir jetzt treffen. Dass auch jemand Bekanntes ist. Du hast diesmal auch nichts zu erzählen. Hm. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Okay, hier haben wir wieder Wühlschrate. So, dann haben wir da mal die Tatze hin. Hilfreiche Tatze. Na komm, wenn schon, denn schon. Jabba Dinsch. Falkenauge. Ah, okay, wir können nur einen Begleiter dabei haben. Alles klar. Na dann. Einmal draufhauen. Ja. Du darfst hier wieder... Gut. Oder vielleicht haben wir diesmal keine Hilfe. Das kann halt auch sein. Ja. Weiche. So. Schieb den doch nicht weg. So, dann haben wir das soweit. Ja gut, der Djinn hat echt nicht allzu viel Lebensenergie. Vielleicht auch die Tatze wieder. Hm, ja, prügel da mal weiter drauf. Na? Du kannst eigentlich da helfen. Ja. Und einmal Sternstaub, bitte. Ja? Sehr schön, der hat ordentlich gesessen. Kriegen wir wieder Unterstützung? Sieht erstmal nicht so aus.
So, dann heil mal. Der arme Kuano muss ja hier wieder ordentlich einstecken. Was? Ja. Du kannst allerdings auch direkt mal hier weitermachen. Ei. Und wieder ein Ticken zu langsam. Dieser Zauber dauert einfach viel zu lange. Er müsste deutlich schneller oder instant auf jeden Fall da sein. Na gut, ein bisschen Schaden habt ihr gemacht. Was? Dahin. Genau, zieh du dich nochmal zurück. Ja, ihr solltet die jetzt mal platt hauen. Ja. Diese Starkangriffe bei denen ja nicht so viel bringen, merke ich. Ja, die gehen halt meistens daneben. Ihr kriegt zwar eine Heilaura, aber... Du bist auch noch in der Heilaura drin, oder? Nee, du tatsächlich nicht. Sanyasa. Ich glaube, da brauchen wir hier aber gleich mal Unterstützung. Hilf vielleicht erstmal damit, dass der platt ist. Dann könnt ihr euch den dann zu zweit holen. Ja, ein bisschen was bringt's. Mir nach. Okay. Ja, zwei Gegner haben wir noch. Wie gesagt, der sollte gleich Platz sein. Dann wird danach halt mal wieder ein bisschen geheilt. Ja. So, mal gucken, ob es diesmal etwas besser läuft. Naja. So, komm Fulgrim. Schön platt hauen. Ja, Maginach hat halt echt Probleme. Der trifft da absolut nichts im Moment. So, gucken wir mal gerade. Ja, Attacke misslungen. Attacke misslungen ist aber scheiße gewürfelt, wie es aussieht. Ja, wie gesagt. Du hast das dritte Siegel gebrochen. Lass uns aufbrechen zum vierten Siegel. Ja? Ja, dann machen wir das mal. Aber erstmal müsst ihr geheilt werden. Also, lass uns einfach das nächste Mal wieder erst die hilfreiche Tatze nehmen. Und, dann erst... mal einen Dings. Dann erst den Djinn, weil die Tatze dann doch ein bisschen besser Schaden aufnehmen und verteilen kann, beziehungsweise wegnehmen kann. Aber wir kommen voran, das ist schön. Auf zu Nummer 4. Wenn das wieder so ein Golem ist, dann sollte der... Ich meine, das ging jetzt auch schnell, es sind nur diesmal zwei Leute wieder gestorben. Golem geht dann ohne Tod.
Ja, komm, das ist mir nicht wert, ehrlich gesagt. Komm, husch. Für die paar Dinger. Ich glaube, XP geben die ja generell nicht mehr, die Viecher. Für 2 Gold und ein bisschen was an Geschmeide. Dafür jetzt wieder Zeit aufwenden. Nö. Wir befreien jetzt hier besser mal eine Runde. Ah, okay, diesmal wieder Wühlschrank. Dies ist das Siegel des Feuers. Uns ist es sowohl für Licht und Wärme. Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu erpressen und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Nächte bezwingen. Okay. Falkenauge. Und Tatze, bitte. Hilfreiche Tatze. So, weißt du was? Dann rennst du jetzt mal vor und legst das hier hin. Hm? Und ihr kümmert euch schon mal um die Viecher da unten. Ei? So, Wühlschrat, dann Ba-ia. Da bitte drauf. Ja. Da kannst du mithelfen. Guck mal, was das gibt. Stärkebonus. Okay, das ist gut. Ja. Ja. So, Kuano kriegt wie üblich halt wieder was ab. Ja. Aber gerade für euch ist das ja echt gut. Angriff! Da bitte weiter drauf prügeln. Den einen haben wir sogar schon erledigt, sehr schön. Ja! Dann gehst du auf den Angeschlagenen und du hast hier einen frischen. Ja, komm, heil schneller. Ja. Wieder zu spät. Dieser Zauber dauert, wie gesagt, einfach zu lange. So. Du hast wieder ein bisschen was. Was? Folgt mir. Genau, du ziehst dich mal ein bisschen zurück. Wir hatten am meisten von den... Hier. Geh du mal da drauf. Jawohl. Blöd, dass der direkt auf Kuano draufsteht. Na? Bei Angriff Schwert! Ja? Sanyasa! So, weiter schießen. So, dann haben wir's. Du hast das vierte Siegel gebrochen. Lass uns aufbrechen zum fünften Siegel. Unsere Gestalt wird einem anderen Aspekt von uns entsprechen. Okay. Allerdings muss ja noch jemand geheilt werden vorher. Vor dem Siegel, glaube ich, die Buffs nochmal auffrischen, so wie das aussieht. Ja. Ich hätte mal gucken können, schade, geht jetzt ja nicht mehr. Wie stark der Bonus war, der starke Bonus. Der hat doch ordentlich was abgekriegt hier. Ich meine, dafür seid ihr ja da. Condale, die Siegel unseres dritten Aspektes warten. Okay.
Chef himself. Wie es aussieht. Ja? Na komm, du kannst doch noch ein bisschen nachhelfen. Balsam Salabunde. Das bricht das leider wieder ab. Okay, Element des Erzes. Gut. Dies ist das Siegel des Eises. Uns ist das Symbol für die kühle Vernunft. Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst da kannst du die eherne Wächter bezwingen. Aber vorher nochmal gebufft. Was? Zwei. Armer Trutz. Attributo Artis. So, dann nochmal die hilfreiche Tatze. Hilfreiche Tatze. Und Falkenauge. Oh. Falkenauge. Erstmal glaube ich, dass du die versaut hast. So, guten Tag. Wohl, nee, erstmal normal. Ich will mal gucken, was das hier wird. Ich denke, der Sternenstaub geht auf jeden Fall durch. Du greifst auch erstmal etwas gediegen an. So, wie gesagt, der Angriff war da. Und hängt mal den Schlag weg. Das Eis ist der König von Dunkelheit und Kälte. Entfesselt fügt es jedem Widersacher tödliche Wunden zu. Ja, wo ist jetzt hier der... die Sache mit den tödlichen Wunden? Ich denke gerne, dass dieser Rüstungsbonus von ihm weg ist. Angriff! Ja? Ah, jetzt. Okay, dankeschön. Ja, wir machen halt nicht viel Schaden, dafür das Eis halt. Dann greift ihr einfach mal nur normal drauf an, um halt ein bisschen was an... Weiche! An Rüstung wegzudecken oder ihn halt zu beschäftigen. Weil Schaden scheint ihr keinen zu machen, großartig. Ja, das sind die Angriffe, die sitzen. So, Tatsatz zerlegt. Dass immer alle Aktionen dadurch abgebrochen werden. Muss den Kampf einfach weiterlaufen. Du hast das fünfte Siegel gebrochen. Lass uns aufbrechen zum letzten Siegel. Das ging jetzt angenehm schnell. Okay, los geht's. So, Quan darf mal vorlaufen. Kommen noch Gegner zwischendurch, oder kann ich die umgehen? Kurz warten, ob hier irgendwelche Fallen sind. Scheinbar nicht. Okay, cool. Ach, leider wieder Wühlschrate. Dies ist das Siegel des Erzes. Uns ist das Symbol für Härte und Ordnung.
Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Wächter bezwingen. Okay, da werden wir wahrscheinlich dann eine Rüstung durchkriegen, als Bonus. Hilfreiche Tatze. So, du läufst wieder vor. Bleib bitte dabei. Du fängst dann mal an. Du bitte ebenso. Sanyasa! Na? Auch du darfst eine Runde hier rumprügeln. Obwohl das ja bei denen irgendwie nicht so ganz erfolgreich wird. Herz ist Stärke und Beständigkeit. Doch so wie es Verbündete trägt, so reißt es seine Feinde mit unbeugsamen Beben in felsige Tiefen. Na ja, mal gucken, was das wird. Ja. Ah, okay, das haut die einfach um. Das ist gut. Ja. Das heißt, wir kriegen eine schöne Boni. Ja gut, dann macht es sich auch was aus. Achtung! Was? Weiter da drauf schießen. Ja. Du kannst dir den mal noch holen. Ja. So, nachdem der jetzt ja da rumliegt, nutzt das bitte. So, da haben wir den nämlich fast platt. Das lief doch schon mal ganz gut. Ich glaube, das war das, wo der Sternstaub drauf war. Ja? Hm, ja, schön weiterballern. Obwohl, du könntest eigentlich hier gerade mal Schaden machen. Ich denke, Kuano kriegt den. Ich hoffe mal, Kuano kriegt den einigermaßen platt. Auf jeden Fall kriegt Korn jetzt ein bisschen was ab. So, der ist durch. Tatsächlich. Ha! Kannst du da noch Unterstützungsfeuer geben? Mhm. Bleibst weiter hier dran. Dann haben wir jetzt wieder die zwei noch. Das war tatsächlich gerade sehr praktisch. Ich glaube, dann kriegen wir das sogar mal hin, ohne dass jemand drauf geht. Jetzt fangen wir auch mal ein bisschen früh an zu heilen. Aber ja, damit wäre der platt. Cool. Ja. Du hast das sechste und letzte Siegel gebrochen. Und somit auch den Kreis der Elemente. Das Portal des Drachen steht dir nun offen. Hör da. Gesandter des Schicksals. Dankeschön. So, dann können wir jetzt durchs Portal. Speichern wir nochmal fix. Naja, mit dir können wir wahrscheinlich noch eine Runde reden, ne? Der Herr Wächter. Kommt her, wir müssen miteinander reden. Der Kreis der Elemente, er ist gebrochen. Das warst doch du, nicht wahr? Verzeih, aber ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss auf dem schnellsten Weg zum Löwentor, einem entrückten Tor, weil er in der Schlacht gegen die namenlosen Horden beistehen. Hm. Na schön. Du musst nur durch das Portal des Drachen treten. Es wird dich zu deinem Ziel bringen. Hab Dank, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ich fürchte, das wirst du erst herausfinden, wenn du hindurchgehst. Aber was? Dort. Etwas kommt durch das Portal. Okay. Dann gibt es hier wohl noch was umzuhauen. Jupp, ein paar Hordenkrieger, das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.